eigene Mutter zu werden, davor hat fast jede Frau Angst. Dominique Margot geht in ihrem Film Looking Like My Mother genau dieser Angst nach. Dabei ergründet sie nicht nur die Geschichte ihrer manisch-depressiven Mutter, sondern schlussendlich auch ihre eigene. Wir haben sie bei Doc Leipzig getroffen und mit ihr über den Film gesprochen. Also mit dem Film ist eigentlich, hat es sich wie fortgesetzt, was schon in den Jahren vorher passiert ist mit mir. Das heißt, dass eigentlich, dass ich immer mehr verstanden habe, dass meine Mutter krank war und dass ich das benennen lernte und dass ich mich über den Film halt auch mit der Mutter, wo sie jünger war, beschäftigt habe. Also eine Zeit, wo ich sie nicht persönlich kannte oder wo ich auch, also in Amerika gab es mich ja noch nicht. Und dass ich jemanden entdeckt habe, der auch jung war, der auch lustvoll war, der auch viel vom Leben wollte. Und es mich doch sehr traurig auch gestimmt hat, dass sie in dem Sinne ja eingeholt wurde von der Krankheit, aber auch von der Unmöglichkeit, ihr Leben so zu gestalten, wie sie vielleicht Lust gehabt hätte. In dem Sinne ist es ja immer die Sicht vom Kind oder vom erwachsenen Kind auf die Krankheit der Mutter. Also es ist ja nicht so, dass ich sage, so war es mit meiner Mutter. Ich sage, so habe ich es erlebt. Ich habe mir gedacht, es ist ganz wichtig, einen Film zum Thema Depressionen zu machen. Weil es gibt viele Filme zum Thema blind, Rollstuhlgänger, Trisomie. Aber es gibt sehr wenig Filme zum Thema Depression, weil das Thema ist an sich ja nicht ein so filmogenes oder attraktives Thema. Ich wollte auch formal mit Wahrnehmungsverschiebungen spielen und ich wollte den Film auch attraktiv gestalten, weil eben, wie gesagt, das Thema in sich ein schwieriges Thema ist, um das formal zu gestalten. Also es geht ja um Leere und es geht um Lebensverweigerung. Und deshalb wollte ich gerade auch in der Form einen lustvollen Film machen, weil es geht auch um Lebenslust. Es geht ja immer um das Gegenteil auch. Ich habe den zuerst auch der Mutter widmen wollen und dann habe ich gemerkt, dass die Mutter, die lebt ja nicht mehr, aber meine Tochter, die lebt. Und es geht ja auch darum, Verhaltensmuster zu entdecken und zu durchbrechen und dass man das auch nicht von Generation zu Generation immer weiterzieht. Also ich denke so, das ist jetzt auch eine Art Unterbruch und das wollte ich meiner Tochter widmen.